Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen neuen Aufgabe von FIFA 15. Heute mal ein Klassiker. Meine Lieblingsmannschaft Borussia Dortmund gegen den Erzrivalen Schalke 04. Die Trikots stimmen. Schauen wir nochmal kurz ins Teammanagement rein. So, den Marco Reus, den kann man natürlich einwechseln für Mkhitaryan. Aber noch den Kagawa nehme ich mir doch lieber mit. Und weiterhin schauen wir mal, Piszczek, rechter Verteidiger. Warum das Spiel hier so einen Schmarrn zusammenbaut, weiß ich auch nicht. Aber ich denke, so können wir mal in das Spiel starten. Vielleicht nehme ich noch den Sahin mit. Und zwar für Ramos. Zwei Stürmer brauchen wir, glaube ich, nicht. Lieber im Mittelfeld ein bisschen mehr. Und dann können wir auch schon starten. Wir spielen zu Hause bei Regen, da freue ich mich ja wieder, wenn meine Spieler durch die Gegend rutschen. Und wir haben alles weggeklickt hier, damit das schneller vorangeht. Auf geht's! So, jetzt genug geredet, genug spekuliert. Nun wird hier. Wir spielen auf dem Schwierigkeitsgrad Profi. Da kann ich noch einigermaßen gut mithalten, auch wenn ich ein paar Tore kassiere, aber das macht ja den Spielspaß richtig aus. Hier blendet so mancher Fan so alles aus. Tabellensituation, ein schnelles Spiel hier. Egal. Hauptsache die Nord-Lüdenscheider schlagen die Mannschaft aus Herde West oder umgekehrt. Und, na super. Gute Übersicht. Im ja, er war so nicht Moment geplant. Ist er am richtigen Ort. Aber wir sind direkt wieder im Ballbesitz. Schön gedacht, schlecht gemacht. Der Feldspieler erholt sich den Ball weit vor dem Tor. Aber richtig gut gemacht. Und den habe ich. Richtig, dass er hier perfekt. Auf geht's. Und die Flanke kommt. Perfekt. Geht doch. Aubameyang. Mit dem Kopf schön. So liebe ich das. Tja, was soll man da in der Verteidigung machen? Vielleicht zwei, drei Basketballer verpflichten, so hoch wie der springt. Ein sensationelles Tor. Na, komm. Hättest du wohl gerne. Und, nein, abseits. Zu früh gestartet. Abseits. Ja. Zu spät gesehen. Ich finde aber auch ein bisschen die Computer Engine nicht ganz so toll hier. Wir laufen natürlich sehr gerne ins Abseits. Erster Körper und dann der Ball ins Aus. Noch das Spiel, das noch des Öfteren vorkommen. Das gibt Abstoß. Da die meistens eh nie ankommen, passe ich den Ball meistens lieber. Schmelzer. Zack. Komm, Reus. Auf geht's. Gündogan. Gündogan zieht durch. Flanke kommt. Schöne Flanke. Mit den Flanken kommen sie. Geht doch. Einen leichten Hackler hat es gehabt, das Spiel. Aber Flanke perfekt verarbeitet. Vielleicht kriegen wir noch den Hattrick hin. Wenn meine Dortmunder nur mal in dieser Saison genauso gut spielen würden wie ich hier mit denen. Auf geht's. Das dritte Tor fehlt, kommt. Kommt, Jungs. Schnappt euch den Ball.
Lauf! Schade drum. Natürlich mal schön dran vorbeigelaufen. Da unten auf dem Platz erwartet uns heute Borussia Dortmund, die Schwarz-Gelben. Ah, die Latte. Das hätte besser sein können. Schade drum. Wäre der lupenreine Hattrick gewesen. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Gündogan. Schmelzer. Lauf doch. Und. Reus läuft mal wieder. Ah! Festgehalten hier. Zack. Schade drum. Ja, links ist meine Lieblingsseite anscheinend. Aber auch über rechts kann ich kommen. Gute Flanke. Jawohl, tolle Parade des. Ich weiß nicht, was der Computer macht. Ich spiele ernsthaft auf Profi. Ah, hier sieht man es nicht mehr. CPU. Sprinttempo. Ich glaube, hier habe ich nichts. Ja. Keine Ahnung. Gut. Wollen wir einfach mal weiterspielen. Der Computer macht mir nicht gerade den Eindruck, als ob er auf Profi stehen würde, aber ich habe in meinen Einstellungen nichts verändert. So sieht das der Trainer gern. Maxi Meyer. Kommt, Jungs, ran da, holt euch den Ball. Ja, da kann man doch noch zum Schuss. Ah, wegdrücken und so. Schade, geht nicht. Kommt, Jungs. Da geht noch mehr. Piszek. Blaszczykowski. Ball im Aus, gibt Einwurf. Schnelles Passspiel. Ja, kann der Computer meistens nicht mithalten. Zack. Sie lassen den Ball richtig fein. Und da sind wir schon wieder durch fast. Ah! Und Einwurf. Ja, was war das denn? Verfahren. Da habe ich aber nicht hingezielt. Da könnte was draus werden. Da wird ganz gefährlich. Ah! Drin! Lupenreiner Hattrick. Hattrick. Entschuldigung, Hattrick von Aubameyang. Schön unter die Latte gezimmert. Den würde ich mir dann doch nochmal gerne angucken. Leute, Leute, Leute. Perfektes Passspiel in den Lauf. Ich dachte schon, der kommt wieder zurück von der Latte. Aus anderer Kameraperspektive. Tja, und ein bisschen Glück sehen wir hier, gehört eben auch dazu. Das sind Zentimeter. So kann das Spiel doch gerne weitergehen. Um das umzubiegen, da musst du schon ein Meisterbieger. Jetzt weiß ich, was mir fehlt. Die Kommentatoren fehlen mir, aber das macht nichts. Die nerven mich eh langsam. Goretzka. Na, ah, den habe ich. Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Kann er sich den Ball holen? Und abgefälscht, das muss Ecke geben. Da wird der Ball abgefälscht und geht ins Aus. So, er bereitet sich auf die Ausführung der Ecke vor. Weg damit. Und raus, Jungs, raus. Nicht hinten drin stehen bleiben. Den hat er ja richtig schlimm verzogen. Abstoß. Aber was ist das auch für eine Schusshaltung? Wir nähern uns dem Saisonende und er hat bislang 12 Mal getroffen. Das ist so schlecht nicht. Trotzdem möchte er seine Bilanz bestimmt noch aufstocken. Der kurze Pass. Weiter geht's. Schmelzer. Ah,
abgefangen. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Goretzka. Die Grätsche kommt nur in den äußersten Notfällen raus. Lauf! Lauf, mein Kleiner! Lauf! Ah! Abgefälscht mal wieder. Das gibt wieder Ecke für mich. Oder meine erste Ecke. Spieler konzentriert sich auf die Ecke. Wieder abgefälscht. Und das war's für die erste Hälfte. Ich würde sagen, die sah doch ganz erfolgreich aus. Ein Derby mit einer ganz knappen Führung zur Pause. Ich traue mich nicht zu sagen, wie es aussieht. Ja, aber diese Führung gibt natürlich Selbstvertrauen und. Wie realistisch dieses Spiel mittlerweile geworden ist, da kommen sogar schon Durchsagen im Stadion, dass das Abfackeln von Bengalos und Feuerwerkskörpern verboten ist. Schüsse, 7 Stück, 3 aufs Tor davon und das ergibt natürlich eine sehr schöne Ausbeute. 3 Schüsse aufs Tor, 3 Tore, so kann es gerne weitergehen. Ballbesitz sagt meistens nicht viel aus, deswegen weiter geht's. Die erste Hälfte überstehen meine Spieler noch ohne Probleme. Probieren kann man es mal. Shinji Kagawa mit dem Torversuch. Auf geht's. Ah, na komm. Da geht auch keine Sau mehr hin zu dem Ball. Voilà. Das war so nicht geplant. Den Ball habe ich. Ushida. Na komm. Ran da. Neustädter. Ihr könnt die doch nicht so laufen lassen. Kenas, Kenas, ran. Ah, über die Flügel, da soll jetzt mehr kommen. Maxi Meyer. Der Zweikampf war gut und er hat die Kugel. Ah! Da schon die Kräfte, da muss man an der Stelle fragen. Ein Ticken zu weit gelaufen. Aus. Tja, jetzt wird der Spieler ausgeweckt. Die ersten Wechsel stehen an. Schauen wir mal, wie es meine Spieler sagen. Denen geht's noch sehr, sehr gut. Nach dieser Leistung kann weitergehen. Den wollte ich eigentlich ablaufen. Hat nicht geklappt. Verfahren. Ah. Gute Flankenmöglichkeit. Ah, wieder zur Eckfahne. Also normalerweise stehen die hinten Bomben. Mit etwas Glück hat er den Ball Gott gesehen, sei Dank. Aber drankommen konnte er nicht. Nee, niemals. Also Abstoß. Den spielen wir mal weit nach vorne. Da geht nix. Maxi Meyer. Und genau das meinte ich. Die kommen nie an, diese Dinger. In den seltensten Fällen. Bender. Komm, lauf, Junge. Ah. Abseits. Das gehört und tatsächlich probieren kann man es ja mal. Das kann auch ein Schülerkeeper. Ja, also wenn er den nicht locker auf. Im besten Fall hat er sich jetzt noch dabei verletzt. Nein, dem geht's gut. Reus. Na. Nicht laufen lassen, Jungs. Ran da. Und weg. Ja, na super. So entstehen Tore. Ja, klasse. Die Verteidigung hier, die steht ja auch wie eine 1 gerade. Ecke. Unglaublich. Komm, Reus. Lauf. Da ist Aubameyang. Perfekt. Aubameyang.
Ah, da war ich einen Schritt zu viel. Kommt Jungs, wenn das Spiel zurück. Das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen an. Ah, den habe ich doch. Wenn das mal nicht gefährlich wird, das sind Situationen, die können teuer zu stehen kommen. Ballverlust im Aufbauspiel. Marco Reus. Aubameyang. Ah, schade drum. Nicht dran gekommen. Komm, Gündogan, den holst du dir. Aogo. Schön abgefälscht und weg damit. In der Luft verarbeitet. Kagawa. Foul und damit die Entscheidung. Freistoß gegen Schalke. Und jetzt. Wie sieht's aus? Oh, der Gündogan könnte langsam mal raus. Dem geht's nicht mehr ganz so gut. Nuri Sahin. Kommt für ihn. Wechseln Sie. Ich laufe auch immer wieder in deren Grätschen rein. Nuri Sahin, komm. Deutlicher Rückstand für den FC Schalke 04. Ich bin gespannt, ob da noch was kommt von den Königsblauen. Ach, da hat er ihn doch. Auf Shinji Kagawa. Auf geht's. Lauf. Aubameyang ist mitgelaufen. Und da kommt die Flanke. Kriegen wir den? Ah, oh, schade. Knapp daneben. Aber Torgefahr ist da. Hab ich nicht. Das meinte ich mit der Computer. KI. Weg. Oh. Schön gerettet. Im Liegen noch. Mit einem Fallrückzieher. Quasi. Draxler. Barnetta. Die spielen mich jetzt aber auch dumm und duselig. Ich glaube es nicht. Die nächste Ecke für Schalke. Wir befinden uns schon in der Nachspielzeit. Gehen wir hier noch zu Null raus? Ich will es doch hoffen. Kommt, Jungs. Zu Null. Wie ihr gesehen habt, da vorne, was da passiert ist im Strafraum. Das hätte kein Schiedsrichter durchgehen lassen, aber... Perfekt, die Partie ist gelaufen. Ihr Freunde, das war's. Vielen Dank, dass ihr mir hier zugeschaut habt. Wenn euch die Partie gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen. Welche Partie soll ich als nächstes spielen? Schreibt es mir doch gerne in die Comments. Bis zum nächsten Mal. Euer Jacko.